So. Dann kann ich euch ja mal den Gegenstand von Wert zeigen. Lois Seele. Die Seele der Ritter von Lois. Die Ritter von Lois fielen dem Chaos anheim und konnten sich weder an ihr Ziel noch an ihr selbst mehr erinnern. Die wenigen elenden Seelen, die zurückfanden, wurden durch schwache Überreste ihres Seins geleitet. Diese Seele ist reiner Schmerz, der nur von Alsana zur Ruhe gebettet werden kann. Ja, nur dass Alsana 50 Stück davon will. Ja. Die sagt uns leider nichts Neues. Ich werde jetzt noch ein bisschen onscreen das Chaos farmen, weil das ist nichts anderes, was wir jetzt tun werden, bis wir eben diese 50 Seelen zusammen haben. Glaubt mir, das wird spaßig. Ich werde in der Zeit meine Seelen nicht ausgeben, dass ihr nachher seht, wie viele ich da zusammenkriege. Und auch, wie viele von den Lois-Rüstungen ich zusammenkriege. Ich werde aber das restliche Gefarme dann offscreen machen, sodass ich die 50 Seelen zusammen habe. Also ihr werdet nichts Spannendes verpassen, das schwöre ich. Es ist halt nur so, die 50 Seelen kann man nur effektiv farmen, bevor der Ivory King besiegt wurde. Weil nur so lange die Spawn-Portale hier richtig funktionieren. Und mal auch nur so lange... die Unterstützung hier dabei hat. Ah, wow. Wow, das ist nicht so gut. Da kommt schon die nächste Ladung an neues verkohlten neues Rittern. Ja, und in der Regel haben es halt alle auf mich abgesehen. So, man kann sie leicht ausmanövrieren, was das Tolle an ihnen ist. So, eine Lois-Seele. Zweite Lois-Seele sogar schon. Auch nicht so gut. So, der eine ist da hinten beschäftigt. Au. Okay, da ist noch ein Flammenwerfer. So, den hat's erwischt. Dich hat's auch erwischt. So, jetzt geht sogar schon der letzte Ritter sich opfern. Das sind eigentlich die perfekten Voraussetzungen, um gegen den Ivory King zu kämpfen, aber nö. Wie ihr sehen könnt, wir haben 3 Seelen gerade mal von 50, die wir brauchen. Und haben schon 86.000 Seelen, also 2 Level-Ups eigentlich.
Glaubt mir, da werden noch viel mehr zusammenkommen. Und ja, das Set-Farmen ist auch nicht der Rede wert. Gut, wir haben bis jetzt nur hauptsächlich Leuskamaschen und ein Schild. Zwei Schilder. Stellt bei Ausrüstung Trefferpunkte langsam wieder her. Hm? Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, nächste Münze. Also ja, im Durchschnitt droppt so eine Seele pro Durchgang. Also bräuchten wir 50 Durchgänge. Was ich euch nicht unbedingt antun will. Oder nämlich das Let's Play nur unnötig in die Länge ziehen. So, ich hätte vielleicht... vorsichtiger mit meiner Ausdauer sein sollen. Ey, wisst ihr, ich veralbern? Stirb. So. Ein neues Großschwert. Oh, Stulpen mal. Haben wir schon mal zwei Rüstungsteile. Mhm. Ja. Ja, die Flammenwerfer können lästig werden. Da drüben liegt ein Gegenstand. Den holen wir uns. Nochmal Gamaschen. Ja, das ist das Coolste eigentlich an dem Fight hier, dass wir unsere eigene kleine Armee haben. Viel Erfolg, ja, danke. Boss voraus. Hurra für Phantom. Hurra für rechtes Bein. Und weg hier. Bevor der Ivory King kommt. Man sieht, man hat massig Zeit, sich wegzuporten. Aber ja, bei dem Durchgang haben wir leider wieder gar keine Leus-Seele ergattern können. Also ja, es variiert immer zwischen 0, 1 und 2 Seelen pro Durchgang. Es hat wirklich zufallsbedingt. Und ja, für das Let's... ich mache das hauptsächlich für das Let's Story, weil es hat einen besonderen Grund, warum wir diese Seelen sammeln. Das werdet ihr aber erst nach dem Bossfight sehen und wenn ich die 50 Seelen zusammen habe. Also ich würde euch ja liebend gerne jetzt mit dem Bossfight begeistern, aber... das muss dann für die nächste Aufnahmesession. In wahrscheinlich 9 Jahren warten. Also wie ich bereits mal angemerkt habe, es gibt drei verschiedene Arten von diesen gegnerischen Leustrittern. Im Augenblick kämpfen wir gegen die Art mit Schwertern. Ohne verkohlte Leustrüstung. Okay.
einmal heilen. Naja, nicht so toll. So. Es liegen zwei Gegenstände hier rum, sollte ich mir merken. Es kommen wieder zwei neue Gegner raus. Ja, eine Variante hat ein Schwert, die zweite Variante hat den verkohlten Hammer. Au, jetzt werde ich gerade ein bisschen überrannt. Nicht so schön. Und die dritte Variante hat halt den Handschuh an. Ja, und da sind halt drei Hammer Brothers gerade auf mich losgegangen. Ach nee. So, jetzt ist nur noch ein Hammerbar da. Und der da übrig. Ich dachte schon, der König kommt jetzt gleich. Aber nee, dafür müsste erstmal der hier noch weg. Ah, wieder keine Leusseele. Also ja, ihr seht, es ist wirklich schwierig, an die Seelen zu kommen. Also an die Leusseelen. An normale Seelen zu kommen, ist nicht ganz so schwierig. Wir haben schon 120.000. Wir haben schon 3 Level-Ups. Ich glaube, ich mache noch so 2-3 Durchgänge mit euch zusammen. Und gebe dann wenigstens die Seelen für Ausdauerboost aus. Schon die richtige Ausrüstung in die Hand nehmen. Weil ich will offscreen keine Seelen ausgeben. Ich will, dass ihr nachher seht, wie viel Seelen ich zusammengefarmt habe und wie viel Ausrüstung, bis wir das dann mal geschafft haben, die Seelen zusammenzukriegen. Also die Leus-Seelen zusammenzukriegen. Die hier benötigt werden. Ach stimmt, es gibt ja noch die mit der Axt. Ah, eine neue Seele. Und ja, von unseren Leus-Rittern gibt es auch 3 Varianten. Wie man hier schön sehen kann. Hier haben wir gerade einen mit einer Glefe. Au, und da habe ich nicht genug Ausdauer.